Ja, vielen Dank für die Einladung. Also in meinem vollen Terminkalender werde ich jetzt auch nicht täglich auf 360-Grad-Bühnen eingeladen. Also ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ich würde gern starten. Also ich erzähle heute ein bisschen was zu den Rahmenbedingungen, zu den Werten, wie wir eigentlich, wenn wir Transformation denken und Energietransformation natürlich ganz vorne ran, mit welchen Werten, in welchen Rahmenbedingungen wir uns da bewegen. Und ich bin hier mit dem Gründer von der United Sustainability Group, Dr. Daniel Dahm. Und ich möchte Ihnen zuerst mal eine Frage stellen, für die ich Sie bitte, einmal aufzustehen. Die Kaffeepause kommt ja auch gleich, und vielleicht ist jetzt schon ein bisschen so das Gefühl da, es könnte nicht schaden. Die Frage lautet: Wer von Ihnen steht morgens gerne auf, um das Natur- und Sozialkapital der Welt zu verringern? Dann dürfen Sie sich jetzt gerne hinsetzen, die sich da angesprochen fühlen. Und ich freue mich, Sie stehen alle noch. Also es wäre auch mutig gewesen, sich zu setzen, aber ich freue mich, dass Sie alle stehen. Mit United Sustainability haben wir uns vorgenommen, das Finanzkapital der Welt umzuwandeln in Natur- und Sozialkapital. Dazu sprechen wir dann gerne in der Kaffeepause. Aber die nächste Frage ist: Wer von Ihnen schafft es denn, das Natur- und Sozialkapital der Welt zu erhöhen, nachdem er aufgestanden ist und es nicht verringern wollte? Diejenigen dürfen sich setzen. Das ist schon ganz gut. Das ist schon ganz gut. Also ich stehe auch noch. Und für alle, die stehen und auch für die, die sitzen, ist jetzt dieser Vortrag. Aber das ist so eine kleine Einstimmung. Auch die anderen dürfen sich jetzt setzen. Es soll so eine kleine Einstimmung darauf sein: Was wünschen wir uns eigentlich? Wonach handeln wir dann tagtäglich? Und wie treffen wir als Gesamtgesellschaft unsere Entscheidungen? Es gibt das Buch Im Grunde gut, viele von Ihnen kennen das vielleicht, von Rutger Bregmann. Und in dem Buch geht es um ganz viele Aspekte davon, wie sich Menschen im Grunde gut, vor allem gegenüber ihren Mitmenschen, verhalten. Und wenn das richtig ist, dass wir uns alle eine Zukunft wünschen, in der das Naturkapital und das Sozialkapital einen so hohen Stellenwert hat, wie würde sich das denn dann zeigen? Was müsste denn dann in Ihrem ganz persönlichen Alltag anders aussehen? Was müsste in den politischen Entscheidungen anders aussehen? Das sind Fragen, die ich total spannend finde. Und natürlich guckt man sich dann auch mal so Statistiken an, wie sieht denn die Welt aus? Das ist eine Darstellung, die ist erstmal ganz objektiv. Alles wächst. Nur leider eher nicht das Sozialkapital und das Naturkapital, sondern Emissionen, die klimaschädlich sind, Überfischung, die wächst. Alles Mögliche, was Sie auf der Folie sehen, was jetzt nicht wirklich dazu beiträgt, dass unsere Zukunftsfähigkeit gesichert wird. Es gibt ja auch die planetaren Grenzen, von denen wir heute schon gehört haben. Das ist eine Darstellung, die zeigt, wie die planetaren Grenzen im historischen Verlauf immer mehr überschritten wurden. Also rot sind hier ist hier eine schlechte Farbe, die zeigt, diese planetaren Grenzen haben wir schon überschritten. Auf dem nächsten Bild sieht man ein bisschen besser, um welche planetaren Grenzen es gibt. Ich schätze, hier im Raum ist das kein so fremdes Konzept, aber was fremd ist oder was viel zu selten bedacht wird, ist das, was Kate Raworth in ihrer Donut Economy bezeichnet, die so sagt: So wie so ein Donut müssen wir unser Handeln in diesen planetaren Grenzen
ausrichten, nach diesen planetaren Grenzen ausrichten. Und das gelingt uns als Gesamtgesellschaft viel zu selten. Und das sehen wir hier, also der Safe Operating Space, so wird das genannt, ist dieser innere grüne Kreis. Und den haben wir eben in ganz vielen Bereichen schon überschritten. Jetzt bin ich ja hier, um ein bisschen was über Speicher zu sagen. Ich war bei der Energieagentur NRW, beim TÜV Nord angestellt, im Umweltministerium NRW, später im Wirtschaftsministerium NRW. Und da haben wir ganz viele Studien natürlich immer gelesen. Und ich möchte auch gar nicht hier in die Technik der Speichersysteme oder der Flexibilitätsoption einsteigen. Aber das sind jetzt mal eine Auswahl an Studien von Irena und Sie kennen wahrscheinlich viele solcher technischen Studien und natürlich müssen wir uns alle Gedanken um die Technik machen, beziehungsweise natürlich müssen es nicht alle, aber hier im Raum würde ich mal behaupten, sollte sich keiner davon freimachen, dass wir auch einfach die technischen Details bewerten. Aber ganz oft wird so dieser größere Rahmen in solchen technischen Studien einfach gar nicht so bewertet. Und ich bin auch relativ allergisch gegen das Wort Technologieoffenheit. Das klingt so gut, aber Sie merken wahrscheinlich auch, im politischen Diskurs wird das auch ganz schön oft missbraucht. Und weil es irgendwie gut klingt, kann man damit auch schnell die Massen hinter sich bringen. Und da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, weil natürlich mit einem technischen Verständnis ist es schön, technologieoffen zu denken. Und ich will natürlich keine Innovation oder so abbügeln, aber da wird es auch oft missbraucht. Und was zum Beispiel Irena vorsieht in ihrem Electricity Storage Valuation Framework, ist erstmal total sinnvoll. Man sollte sich bei jeder Speicheroption, die wir in der globalen Transformation voranbringen wollen, erstmal angucken, wie stark wird dadurch eine Durchdringung erneuerbarer Energien im Gesamtsystem gefördert und welche Systemdienstleistungen kann der Speicher oder die Flexibilitätsoption ermöglichen. In der dritten Phase guckt man, wie ist es im Abgleich mit anderen Lösungen zu verstehen. Also ich finde, dieses Vorgehen in diesen Phasen total sinnvoll. Und dann kommt die vierte Phase und die kennen Sie alle. Dann gucken wir mal, ob sich das rechnet, was wir uns hier technisch als die richtige Lösung ausgedacht haben. Und da stoßen wir oft an Grenzen. Also ich war lange im Bereich Emissionsminderung in der Industrie in Asien mit der GIZ und technisch kann man immer gut beraten. Da gibt es auch einfach physikalische Gesetzmäßigkeiten, die sind in jedem Land gleich. Aber die Kosten und der Business Case, die muss man sich immer je nach Rahmenbedingungen angucken. Und was ich gerne heute vermitteln möchte, ist, dass die Rahmenbedingungen sich ja auch ändern können und auch müssen und dass wir alle uns da auch reingeben können in solche Diskussionen. Also, dass wir uns nicht zurückziehen sollten auf die rein technischen Belange, sondern auch wirklich diese vierte Phase, wir gucken mal, ob es sich rechnet, nicht einfach nur so hinnehmen, die Systeme sind halt so, dann rechnet sich nicht. Also, obwohl es technisch sinnvoll ist, schieben wir es beiseite. Und sowas steht natürlich in solchen schönen Studien eher selten, dass man auch mal die Rahmenbedingungen kritisieren könnte. Hier sieht man ganz gut, das ist aus demselben Framework, dass sich natürlich auch viel verändert in dem ganzen Energiesystem. Gerade durch neue Flexibilitätsoptionen, haben wir auch eben im Vortrag gehört, also auf der linken Seite sieht man hier, dass in der Regel in der Welt, wie wir sie kennen, ich hatte diesen ersten MBA Erneuerbare Energien studiert, das war da so gerade die Zeit,
wo wir weggekommen sind von diesem ganz linearen System, wo alle Flexibilität aus der Erzeugung kam, hin zu einer Welt, wo auch viel Flexibilität aus dem Bereich kommt, den wir eigentlich nur so als Verbraucher vorher bezeichnet haben. Und da gibt es in diesem Framework auch ein Bild dazu, wo kommt denn die Flexibilität her? Und das ist zum Beispiel aus den Vehicle-to-Grid-Lösungen, also die Batterien, die in Fahrzeugen eingebaut sind, die dann wieder als Speicherlösung ins System gehen. Da erzähle ich Ihnen ja alles nichts Neues. Was ich aber erzählen will, ist, das guckt man sich dann an und dann gibt es sowas, das nennt sich OPEX und CAPEX, also OPEX, da gucken wir uns an, wie können wir die Kosten in den Operations, also während wir die Speicher- oder die Flexibilisierungsoption nutzen, verringern. Das ist ein Anspruch. Und CAPEX, wie können wir eigentlich die Investitionskosten senken? Also wie können wir erreichen, dass wir weniger in neue Speicher, in neue Flexibilität investieren müssen? Und das kann man auch wieder so hinnehmen. Das sind in diesem Bericht klare Fakten. Aber man kann auch nochmal einen Schritt zurückgehen. Und dafür sind ja auch so Veranstaltungen wie heute da. Und sich fragen, nach was bewerten wir das denn eigentlich? Und was ist handlungsleitend in unserer Organisation, in unseren Entscheidungen? Und auch betriebswirtschaftliche Bewertungskonzepte können sich ändern. Ich bin nach über 10 Jahren Berufserfahrung nochmal an die Uni gegangen. In den Bereich Accounting und Controlling, das war vorher ganz weit weg von mir. Ich war ja die Technikerin oder jedenfalls einigermaßen technikversiert, weil es immer um Emissionsminderung und die Energiewende ging in meinem Arbeitsleben. Bin dann aber nochmal an die Uni gegangen, an den Lehrstuhl Accounting und Controlling, um mir genau sowas anzugucken. Und die ganz alten Ökonomen, Smith, Marx, Ricardo, die hatten immer den Begriff der Arbeitswerttheorie. Also ein Gut ist so viel wert, wie halt Arbeit drin steckt. Das war irgendwie ein fester Begriff. Und dann kamen die Neoökonomen, die haben gesagt, es ist doch eigentlich egal, wie viel Arbeit da drin steckt, wichtig ist, wie viel Wert ist das Produkt für den Verbraucher. Grenznutzentheorie. Das war ein riesen Paradigmenwechsel. Und man hat dann geguckt, ja, wovon gibt es viel? Wie ist das mit Angebot und Nachfrage? Das war die neue Ökonomie. Und es gibt dazu ein schönes Buch, Wie kommt der Wert in die Welt? Ich möchte dafür werben, dass wir Natur- und Sozialkapital viel stärker in unsere Bewertung mit einbeziehen. Und dazu hat Daniel Dahm ein Buch geschrieben über die Nachhaltigkeitsnulllinie. Und da hat er in einer sehr einfachen Gleichung dargestellt, dass man jede Aktivität oberhalb oder unterhalb der Nachhaltigkeitsnulllinie ansiedeln kann und dass man es auch sollte, dass man sich genau diese Bewertungsgedanken machen sollte und gucken sollte, lagern wir Nutzen aus oder lagern wir Kosten aus? Und das kann man sich bei so vielen Entscheidungen fragen, ob im Kleinen und im Großen. Und in dem Buch wird das einfach nochmal sehr ausführlich beschrieben, warum das notwendig ist. Aber man kann das auch ganz einfach an diesem Bild, an dem man nicht jedes Wort lesen kann, sich trotzdem so vor Augen führen. Hier ist ein schöner Spruch von Paul Hawken, der so das System beschreibt, in dem wir immer noch stecken. Wir stehlen die Zukunft. Es war heute Morgen ja auch sehr schön hier auf dem Panel nochmal ausformuliert. Verkaufen sie in der Gegenwart und nennen es Bruttoinlandsprodukt. Das ist jetzt
ein Begriff, der für viel steht, dieses Bruttoinlandsprodukt. Was ich aber sagen will, ist, das Naturkapital, was im Moment überhaupt nicht eingepreist ist in vielen Wirtschaftlichkeitsberechnungen, das müssten wir eigentlich viel mehr in den Blick nehmen. Und dann würden wir sehen, wie in der Tabelle, die Rendite, die zum Beispiel in Kohlekraftwerken erwirtschaftet wird, die wird ja nur erwirtschaftet, weil das Naturkapital, was eigentlich eingepreist werden sollte, nicht eingepreist wird. Und so ist es in vielen Industriezweigen. Und wenn man das mal so gegenüberstellt, werden da sehr viele Industrie- und Energieerzeugungsaktivitäten viel unwirtschaftlicher, als sie manchmal erscheinen. Das sind jetzt vor allem Bewertungskriterien auf einzelnen, auf einzelnen Handlungsebenen oder in einzelnen Sektoren gewesen. Jetzt möchte ich im zweiten Teil nochmal gerade darauf eingehen, dass es natürlich auch große Frameworks gibt von den Vereinten Nationen, die Sustainability Development Goals, und dann gibt es im Rahmen der Paris-Deklaration ja von einzelnen Ländern Ziele, wie Emissionen gemindert werden können, also National Reduction Action Plans. Und das sind oft zwei sehr unterschiedliche Herangehensweisen, die wir irgendwie übereinander bringen müssen. Und da gibt es eine schöne Studie von Eidos in Bonn, das ehemalige Institut für Entwicklungspolitik, die die SDGs und die NDCs mal übereinander gelegt haben. Und das lohnt sich auch für alle, die Transformation mitgestalten wollen, sich das mal anzugucken, um darauf hinzuwirken, dass wir das besser zusammenbringen. Das ist auch ein Bild aus demselben Bericht. Und da sieht man ganz gut Ihre Themen hier, Energie, Infrastruktur, Ressourceneffizienz, Transport, die sind ganz groß und alle Wörter, die man groß sehen kann, die sind wichtig. Also Sie können sich sicher sein, dass diese Arbeit nie ausgehen wird. Ecosystem Restoration ist leider ganz klein geschrieben, also auch andere wichtige Themen werden noch nicht so groß geschrieben, wie sie geschrieben werden müssten, aber bei der Energie ist es absolut angekommen. Ich bin ja im Präsidium der Deutschen Gesellschaft Club of Rome und Sie haben vielleicht von dem Buch The Limits to Growth im Jahr 72 gehört, wenn Sie zu der älteren Generation gehören, da wurde das teilweise auch sogar in der Schule gelehrt, aber das Buch ist relativ bekannt und mittlerweile ist es eben 50 Jahre alt und deswegen habe ich das neue Buch des Club of Rome mitgebracht. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon gehört haben. Der Earth for All Bericht, der genauso wie das alte Buch auf einem systemdynamischen, computergestützten Modell aufbaut und verschiedene Wenden, die wir anstreben müssen, zeigt. Die Armutswende, die Ungleichheitswende, Ermächtigungskehrtwende, Ernährungskehrtwende und Energiewende. Dafür muss sich viel verändern und es gibt verschiedene Szenarien. Einmal the giant leap, das ist genau das, was wir brauchen, und das gegenteilige too little, too late Szenario. Das ist, wenn wir nur so ein bisschen machen, so ein bisschen und eben nicht mutig the giant leap vorantreiben. Und das ist relativ klein geschrieben, aber ich will Ihnen da nur vorlesen. Im untersten Punkt zu Energie fordert genau dieses Modell: We call upon regulators and industries electrify everything. So, das ist genau das, was Sie hören wollten, denke ich. Und das wird hier genau so beschrieben. Und was ich in der Folie nochmal zeigen möchte, ist, wir brauchen auch nicht warten auf neue Technologien, auf Carbon Removal. Das ist auch alles schon in den IPCC-Szenarien eingepreist, dass das kommt, nicht eingepreist, einkalkuliert, sondern wichtig ist, dass genau jetzt in diesem Jahrzehnt die Anstrengungen hochgefahren werden, um
genau die Emissionen runterzubringen. Und das steht auch in dem Buch. Also es geht da nicht nur um Klimawandel, es geht um all diese Kehrtwenden und die müssen schnell passieren, weil das Too Little Too Late-Szenario eben so negativ ausfällt. Und ich habe jetzt, meine Zeit ist abgelaufen, aber ich habe auch nur noch eine Folie, auf wissenschaftliche Investitionen hinwirken. In dem oberen Feld sehen Sie, das ist aus dem Projekt Drawdown, einfach mal wissenschaftlich aufgeführt, in welche Sektoren müssen eigentlich jetzt die Investitionen gehen. Gucken Sie nur auf die, einfach nur auf die Farben. Es geht gar nicht um die Wörter darunter. Auf jeden Fall oben ist es so wissenschaftlich begründet, die Aufteilung. Dann darunter ist der Teil so, der mit Spendengeldern erwirkt wird. Der darunter mit Risikokapital und ganz unten der amerikanische Inflation Reduction Act, also politische Rahmenbedingungen, in dem Fall jetzt in den USA. Man sieht auf jeden Fall, all diese Investitionen orientieren sich nicht so sehr an den wissenschaftlichen Bedarfen. Und dafür stehen wir mit United Sustainability und wir freuen uns auf jeden Fall, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Und für Fragen bin ich auch noch da.